Hallo, willkommen zu einem weiteren Video unseres Kanals. Hier übersetzen wir Zeugnisse von Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Heute werden wir die Geschichte von Jena kennenlernen. Sie sagt, sie habe ihre Katze und ihren Hund im Paradies gefunden. Wenn Sie den Kanal noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie ihn jetzt. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um bei jedem neuen Video benachrichtigt zu werden. Hören wir uns nun Jenas Aussage an. 2015 wohnte ich in einem Haus neben einem Restaurant, es war das gleiche Gebäude, es gab nur eine Trennwand. Diese Wand trennte die Küche des Restaurants von der Küche meines Hauses. Und es gab einen Luftzirkulationskanal. Eines Nachts im Mai schlief ich in meinem Zimmer, als ich mitten in der Nacht aufwachte. Ich konnte kaum atmen, da im ganzen Raum Rauch war. Ich war schon schwach, fast außer Atem, ich schleppte mich zur Tür und öffnete sie. Ich konnte sehen, dass sich die Flammen im Raum ausbreiteten. Nach all dem fand ich heraus, was passiert war. In der Küche des Restaurants gab es einen Kurzschluss. Dies löste ein Feuer aus, die Flammen kamen aus dem Stromnetz, das mit meinem Haus identisch war. Nun, nachdem ich die Flammen gesehen hatte, wurde ich ohnmächtig. Im nächsten Moment war ich im Wohnzimmer, mitten in den Flammen, aber sie haben mich nicht verbrannt. Ich war völlig beruhigt, aber ich machte mir Sorgen um meine Katze und meinen Hund. Als ich zu dem kleinen Zimmer ging, in dem sie schliefen, ging ich nach oben. Ich ging durch die Decke und sah mein Haus von oben. Dann konnte ich sehen, dass auch das Restaurant brannte. Ich sah auch, dass bereits ein Feuerwehrauto in meine Straße einfuhr. Diese Szene wurde immer kleiner. Ich sah all diese Bewegungen, eine Gruppe zog am Schlauch, um die Flammen einzudämmen, und die andere Gruppe betrat mein Haus und Restaurant. Plötzlich konnte ich die Männer nicht mehr sehen, die Stadt wurde sehr klein. Dann verlagerte ich meinen Fokus und erkannte, dass ich zu einem großen Auftritt geführt wurde. Eine Art rundes Portal, das ein bläulich-grünes Licht ausstrahlte. Es war wunderschön und ich fühlte mich von diesem Leuchten angezogen. Ich trat ein und erkannte, dass ich durch einen Tunnel geführt wurde, der den Raum durchzog. Ich bin eine lange Strecke gefahren, aber meine Geschwindigkeit war zu hoch, also scheint die Fahrt eine Sekunde gedauert zu haben. Aber innerhalb dieser eine Sekunde gingen mir viele Informationen durch den Kopf. Ich ging mehrere Szenen meines Lebens durch. Ich verstand, dass ich mich nicht oft unhöflich, arrogant oder aggressiv hätte verhalten sollen. Ich konnte mich in die Menschen hineinversetzen, die ich verletzt hatte, und ich konnte fühlen, was sie fühlten. All dies geschah in der kurzen Zeit, die ich damit verbrachte, durch den Tunnel zu reisen. Es war, als wäre mein Bewusstsein mit dem Licht verbunden, das den Tunnel umhüllte. Und es fühlte sich an, als wäre dieses Licht ein großes Bewusstsein. Es war, als würde sie mental mit mir sprechen. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Als die Reise endete, kam ich in einem Haus an, es war einfach und sehr gut organisiert. Und da war ein weißes Licht in der Luft, es war anders als das Licht, das die Erde erleuchtet. Es war, als wäre ich in diesem Licht. Es gab ein Fenster mit Blick auf ein wunderschönes Tal und einen sehr hübschen Garten. Ich bemerkte, dass einige Leute draußen gingen. Es war ein Mann im Haus. Er trug ein weißes Gewand, das in der Taille mit einem braunen Tuch befestigt war. Er hatte lange Haare und einen dichten Bart. Er schien auf mich zu warten. Als ich ankam, öffnete er seine Arme, um mich zu umarmen, und sagte, du bist immer willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Ich näherte mich und er umarmte mich. Das Gefühl, das ich hatte, war, dass ich mich mit jemandem aus meiner Familie oder einem lieben Freund wieder vereinte, den ich lange nicht gesehen hatte. Er rief mich, um die Landschaft durch das Fenster zu beobachten. Es war alles wunderbar. Alle sahen glücklich aus, das Gras war das hellste Grün, das ich je gesehen hatte. Die bunten Blumen vermischten sich mit Schmetterlingen, die im Garten herumflogen.
Zusammen mit den Menschen flogen einige Tiere, Hunde, Katzen und viele Vögel herum. Plötzlich bemerkte ich einen Hund, der meinem George sehr ähnlich war. Und neben ihm war eine Katze. Als ich sah, wie die Katze, genau wie meine Fiore, ihren Körper auf den Körper des mit George identischen Hundes legte, hatte ich keinen Zweifel, dass sie es waren. Ich sah den Mann an und sein Blick bestätigte meinen Gedanken. Ich fragte, ob wir tot seien. Er sagte, ich sei nicht tot, ich würde zur Erde zurückkehren und von einem Feuerwehrmann gerettet werden. Aber er sagte, meine kleinen Freunde, Fiore und George, müssten dort bleiben. Ich fühlte keine Traurigkeit, das war der wundervollste Ort, an dem ich je gewesen war. Dort fühlte ich mich voller Liebe und Frieden. Ich sah sie an und sah, dass sie glücklich waren. Die Leute spielten und streichelten sie. Ich fragte, ob ich in den Garten hinausgehen könnte, um sie aus der Nähe zu sehen. Er sagte ja. Wir gingen aus und es war eine Party. George sprang auf und leckte mich wie immer. Und Fiore streifte seinen pelzigen Körper an meinen Beinen. Ich sagte ihnen, dass ich dort nicht bleiben könne, sie aber in guter Gesellschaft seien. Ich verbrachte einige Zeit damit, mit ihnen durch diese grünen Felder zu spielen und zu rennen. Nach einer Weile sagte dieser Mann, der mich willkommen geheißen hatte, dass ich zu meinem Körper zurückkehren müsse. Ich verabschiedete mich von meinen kleinen Freunden und sagte, bis bald. Ich umarmte sie beide und ging zurück in das nette kleine Haus dieses netten Mannes. Im Haus sah ich das Portal zum Tunnel. Ich verabschiedete mich von dem Mann und betrat das Portal. Die Rückfahrt war genauso schnell wie die Hinfahrt. Als der Tunnel endete, fiel ich direkt in meinen Körper. Ich öffnete meine Augen und stellte fest, dass ich mich in einem fahrenden Krankenwagen befand. Mund und Nase waren mit einer Sauerstoffmaske bedeckt. Der Arzt, der mich beobachtete, sagte, sie ist zurück. Und sagte mir, ich solle mich beruhigen, dass alles in Ordnung sei, sie würden mich ins Krankenhaus bringen und sich um mich kümmern. Ich verbrachte diese Nacht im Krankenhaus, ich erhielt eine Reihe von Medikamenten. Aber ich hatte keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme. Ich wurde gerade noch rechtzeitig gerettet, wenn die Feuerwehr ein paar Minuten länger gebraucht hätte, hätte ich nicht überlebt. Als ich entlassen wurde, ging ich zu mir nach Hause, um die Sachen zu holen, die nicht verbrannt waren. Ich sah, dass George und Fiore sich nicht gewehrt hatten. Das war ein Mietshaus, den Eigentümern gehörte auch das Restaurant. Sie bezahlten den Schaden, den ich hatte, mit den verbrannten Sachen. Und ich musste mir eine andere Wohnung suchen. Nun, ich kann sagen, dass ich von dieser Erfahrung mit mehr Glanz in meinen Augen zurückgekommen bin. Das Leben fing an, mich mehr zu erfreuen. Irgendwie habe ich das Leben mehr geschätzt. Und ich fing an, den Tod nicht mehr zu fürchten. Ich hatte nicht viel Vertrauen. Aber danach verzweifelte ich jedes Mal, wenn ich Schwierigkeiten durchmachen musste, nicht, weil ich wusste, dass mich ein größeres Licht erleuchtete. Also, was hielten Sie von diesem Zeugnis? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst uns mehr Menschen die Hoffnung bringen, dass es Leben jenseits dessen gibt, was die Augen sehen können.